auf. Das ist Fabian Rubik, a.k.a. Jedi-Ritter. Obwohl, nein, weißt du, wer eigentlich der Jedi-Ritter ist? Eigentlich ist das da ein Jedi-Ritter. Und da ich so ein guter Chef bin, machen wir jetzt ein ganz kurzes Video rein, was er nicht will. Das schicke ich dir gleich und das kommt in dieses Video rein. Mach nochmal einmal den Move. Ja, wieder mit der Kamante, wo du das immer Schwert brauchst. Ja, stimmt, Entschuldigung. Wo du das Schwert immer wieder raus. Er hat schon was von einem Jedi-Ritter. Ja, ne? Die Macht, die ist stark in mir. Nee, in dir? Geruchstechnisch bist du nah dran. Die haben ja auch selten geduscht da. Seit ein bisschen länger her. Ja? Genau. Wir gehen rüber. Wie gehen wir rüber? Wir hätten auch springen können. Ja. Genau. So, da sind wir doch. Ja! Ja, war das jetzt Kacke? Warte. Ja, wir zurück. Wir machen so, wir machen jetzt hier auf, okay? Hier ist ja schon die Werkstatt, okay? Oh, das wird aber, das ist eine Fatality, ich sehe es jetzt schon. Okay, dann ist ein Bild dran, die Werkstatt, okay? Ja. Okay, jetzt die Werkstatt da so, oder? Ja. Okay? Ja, okay. Ich spring jetzt in die Werkstatt, okay? War das wird eine Katastrophe. Ich schneide das extra richtig schlecht. Okay, bist du bereit? Da bin ich. Ja. Hat geklappt. Ja, geil. Ja, der Weg war besser. Richtig geil. Obwohl, nee, weißt du was? Nochmal zurück. 3, 2, 1. So ist es schon am besten, ne? Ja, der war auch schon gut. Ja, weil so ist irgendwie, meine Haare sitzen besser, wenn man so kommt. Aber dein Sprung war auch halt nicht übel. Ja, jetzt bleiben wir auch hier. Ja. Was machen wir, Schickes? Das machen wir nicht, das machen wir nicht. Wir machen das da. Clubsport S. Aber? Downpipe. Wahnsinn. Das Hallo, guten ist Tag. Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Hörst du meine Betonung? Ja, das Hölle, das ist, macht das Lied schon. Ich fange schon an, musikalisch ein bisschen Groove reinzubekommen. Ja. Ne? Das ist Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Amando denkt sich auch, wäre ich mal im Urlaub geblieben. Wäre ich einfach mal im Urlaub geblieben, dann wäre die Scheiße jetzt hier nicht so. Ausgewandert. Nach Portugiesien. Das ist Wahnsinn! Warum schickst du mich in die Hölle? Auf die Werkstatt ist Verlass. Das ist Wahnsinn! Warum schickst du mich in die Hölle? In die Hölle! Eiskalt lässt du meine Seele erfrieren. Guck mal da! Ich wollte gerade sagen, hier ist aber einer am Bierkönig zu Hause. Wer, ich? Ja, du! Nein! Natürlich! Hallo! Einmal Pole, immer Pole. Die gehen nicht auf ein Bierfest. Wohin denn? Auf dem Parkplatz. Hier haben wir nämlich unsere schicke Downpipe von unserem Club Sport S. Die Downpipes bei allen Golf GTIs, soweit ich es weiß, sind gleich. Also außer die Fiat angetriebenen, ob Club Sport S, ob GTI, ob Performance oder nicht Performance GTI, die Downpipes sind alle so gut wie gleich. Die Downpipe ist so gebaut, dass sie demontagefreundlich ist, was sie aber in beiden Fällen ist. Wir haben hier unten, wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, aber mir unten so eine Art Bogen drin. Der Gegendruck, der natürlich hier unten entsteht, ist schon relativ hoch, weil man muss sich überlegen, wenn die Abgase hier aus dem Turbolader reinströmen, also hier ist der Turbolader montiert, die Abgase strömen hier rein, sehen wir ja einen großen Flansch. Also das Lochbild ist wirklich üppig, aber verjüngt sich natürlich kurz danach schon massiv. Ne? Das sieht man, wenn man so reinguckt. Jo, ja, so das heißt, man darf nicht davon ausgehen, dass das wirklich das Maß ist, sondern kurz danach geht es schon relativ stark zusammen. Und wir haben ja schon mal darüber gesprochen, man kann Rohre zusammendrücken, aber wenn sie gleichzeitig breit wären, hätten wir den gleichen Durchfluss. Haben wir da aber nicht, sondern der Durchmesser bleibt relativ nah bei dem Maß, wird aber breiter. Aber dann kommt das Stück. Und zwar hier geht es in den Keramik-Cut. Der Keramik-Cut sorgt natürlich dafür, dass wir einen wirklich sehr hohen Abgasgegendruck haben. Bedeutet, dass die Abgase sich mit relativ viel Geduld hier durcharbeiten müssen. Okay? Mhm. Und dann hier dementsprechend rausflutschen. Wir setzen ein unseren H&S Metall-Cut. Großer Unterschied, der direkt sichtbar ist, ist, dass das Maß aus dem Flanschspiel, was rausgeht, auch bleibt. Mhm. Punkt 1. Das heißt, wir können in diesem Vorhof nach dem Lader direkt gut Abgase loswerden.
Nächster Punkt ist der, der Metallcut, der hier zwischen ist, ist in der Lage, die Abgase viel schneller durchzusetzen. Okay? Mhm. Und der katalytische Effekt, also der Reinigungseffekt des Metallcuts ist bei diesem Cut auch so, dass er mit E-Prüfzeichen ist. Das heißt, es ist eintragungsfrei. Die Reinigungswirkung von dem Metallcut ist zu vergleichen mit dem Keramikcut. Okay? Aber eintragungsfrei, so weit das Auto Serie ist. Exakt. Okay. Genau, guter Punkt. Wenn das Auto Serie ist, kann man diese Downpipe einbauen und es ist keine Eintragung vonnöten. Okay. Kommt eine Modifikation dazu, wie eine Ansaugung oder sowas, dann wäre das schon wieder... Ciao. 21er. Wieder, ne? 21, ciao. Dann geht es hier mit 76 mm weiter, also 3 Zoll. Flexrohr, wie bei dem originalen Rohr auch, und geht dann mit 3 Zoll weiter unter das Auto. Gewogen haben wir die auch schon und jetzt kommt der Knaller. Der Metallcut ist 1 Kilogramm schwerer. Ah, das heißt, schon mal was. Tuning in unserem Fall, ob Ladeluftkühler oder Downpipe, momentan kostet Tuning Gewicht. Die größeren Bauteile sind schwerer. Nicht wirklich toll, aber es ist so. Und ja. Ist halt notwendig, ne? Genau, ist halt notwendig. Die beiden, also die Downpipe mit dem Metallcut kommt jetzt hier rein. Abgasgegendruck ist geringer. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal auf den Prüfstand und gucken mal, was es wirklich bringt. Ich denke, es wird nicht wirklich viel bringen, weil. Ein alter Motor, der einfach seinen Job erfüllt, und zwar nur bis Position B, der würde Leistung generieren. Aber bei einem modernen Motorsteuergerät hat der Punkt C und D auch noch. Das heißt, das Auto und das Steuergerät weiß, was habe ich denn getan im Nachhinein. Somit können die modernen Steuergeräte Ladedruck zu viel oder alles Mögliche wirklich selbstständig wieder wegregeln. Das heißt, der wird erkennen, dass der hier mehr Durchsatz hat, der Abgasgegendruck ist geringer, es müsste dann immer zu Ladedruck überschwingern kommen, immer in der Regel, und die wird er dann selbstständig wegbügeln. Aber ohne diese Metallcut ist eine starke Leistungssteigerung, vor allen Dingen im Rennstreckenbetrieb oder bei etwas härterem Anspruch, immer negativer. Warum? Weil diese Temperatur, die von hier bis hier entsteht, ist relativ hoch, weil, wie ich vorhin gesagt habe, der Abgasgegendruck sehr hoch ist. Das heißt, die Abgase brauchen ein bisschen mehr, um sie durchzumarschieren. Und somit ist die Belastung auf die Abgaswelle auch dementsprechend groß. Und wir müssen immer ein bisschen darauf achten, dass uns die Temperatur nicht durchs Dach schießt. Ja? Wir sollten niemals in der Volllast über 1050 Grad, 1030 Grad hinaus schnallen. Okay? Und da ist der Metallcut ein sehr, sehr, sehr guter Helfer, der uns da sicherstellen kann, dass wir die Abgase schnell wegbekommen. Und wenn sie schnell weggehen, haben wir einen geringeren Abgasgegendruck. Aber auf dem Prüfstand. Also, wir haben vorhin gesehen, die Downpipe ist jetzt drin. Jetzt wollen wir wirklich einmal rausfinden, komplett autark, separat für sich, so wie die Leute hinter uns auch. Hallo. Was bringt denn wirklich eine Downpipe ohne Software serienmäßig auf einem Clubsport S? So, das nehmen wir gleich drauf, dann messen wir, dann wissen wir zumindest das und legen auch diese Leistungskurve wieder übereinander. Wir können sie einmal über die Leistungskurve legen, komplett Serie, und über die Leistungskurve mit Ladeluftkühler, weil wir wissen ja, der Ladeluftkühler ist schon drin, genauso wie dieses Knie am Lader ist auch schon drin. Mhm. So, das haben wir so, bis in ein paar Sekunden. Geil. Und zwar, was wir sehr, sehr geil beobachten können, ist, dass die Leistungssteigerung Stück für Stück nämlich nach oben geht. Und zwar, wir haben erstmals gemessen 326, dann haben wir 330 gemessen, das war damals mit Ladeluftkühler, und wir haben jetzt als letzte Messung 334 PS mit der Downpipe. Das heißt, diese Leistungssteigerung von 326 auf 334, was nicht wirklich viel ist, passiert aber wirklich in der Realität ohne jegliche Softwareverbesserung oder Softwareveränderung, keine Kennwerte, keinen Ladedruck, keinen Zündwinkel, kein gar nichts mehr dazu. Wir haben dazu gewonnen, erste war hier blau, von 402 Newtonmeter auf 403 Newtonmeter. Und jetzt festhalten, die Downpipe hat dann nochmal zum Erstwert, das sind 12 Newtonmeter gebracht. Was aber hier schön zu beobachten ist, wisst ihr das? Ja. Ab einer Drehzahl so von ab 4.500 Umdrehung. Siehst du? Mhm. Dann geht's los, dass sich alle Tuning-Teile bewähren. Das heißt, im oberen Drehzahlbereich lässt er das alles zu. Ob Ansaugung, ob Ansaugtemperatur. Denn Ansaugtemperatur ist im oberen Bereich natürlich ein sehr wichtiger Faktor, weil dann mehr Reibung, mehr Ladedruck, höhere Ansaugtemperatur, dann kann der Kühler auch mehr seine Leistung wirklich bringen. Und Downpipe haben wir obenrum auch ein ganzes Stück mehr Leistung. Was er aber gemacht hat, ist, dass er angefangen hat, hier wegzuregeln aufgrund der Downpipe. Ich denke, hier hat er eine Art Ladedruck-Überschreitung erkannt.
Siehst du das? Ja. Weil diesen Knick hier, den macht er bei den anderen Tuning-Teilen nicht. Hier hat er einfach gemerkt, ist aber Durchzug in der Bude ohne Programmierung. Das heißt, hier ist er weggebracht. Leistungsmäßig hat sie gebracht, die Downpipe, würde ich sagen. Und Frühstand wäre eine andere als Straße, aber ich denke, echte 10 PS sind es auch, die durch die Downpipe wirklich reinkommen. Dazu kommt, wir haben heute wieder eine höhere Ansaugtemperatur oder höhere Umgebungstemperatur, weil heute ist es wirklich mal warm in Deutschland. Ja, relativ, ne? Ja, die Besucherzahlen spiegeln es auch wieder. Ja. Es ist relativ warm heute mal in Deutschland. Hier, Jean-Pierre-Polo-Hemd hier. Oh, sexy. Das heißt, denke ich mal, 10 PS sind ein realistischer Wert, ohne jegliche Softwareveränderung. Jetzt werden wir noch einmal im nächsten Video was probieren, und zwar Ansaugung. Und dann machen wir im selben Schritt auch Software, weil langsam ist Schluss mit lustig. Weil diese Krebsleistungssteigerung hier, ja, ohne Software, das ist vorbei. Du brauchst jetzt mal richtig Schub in der Bude und die Drehmomentwerte müssen explodieren. Bei Kupplung haben wir ja auch drin. Ja, Downpipe hat das und das gebracht, um die 10 PS. Ja, beim nächsten Mal geht es an die Ansaugung und dann auch Software. Ich hab euch lieb. Piep. Peep. Chain looking ice, ice with the hockey. Playing in the Maji. Playing with a bitch and a friend in the Mali.